Im Jahr 1953 stürzte die CIA in Zusammenarbeit mit dem britischen Geheimdienst MI6 den demokratisch gewählten Staatschef von Iran, Dr. Mohammad Mossadegh. Mossadegh hatte seine Bildung im Westen erhalten, war pro-amerikanisch eingestellt und vertrieb kurz nach seiner Wahl 1951 kommunistische Truppen aus dem Norden Irans. Mossadegh verstaatlichte anschließend die Ölfelder und verweigerte British Petroleum das Monopol. Die Geschichtsabteilung der CIA unter CIA.gov beschreibt detailliert, wie amerikanische und britische Geheimdienstagenten Terroranschläge durchführten und für jene dann Mossadegh verantwortlich machten. In den späten 1990er Jahren wurden große Teile von Operation Ajax der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Kommandant der Operation war Kermit Roosevelt, der Enkel des ehemaligen Präsidenten Theodore Roosevelt. Vor seinem Tod im Jahre 2000 prallte Kermit gegenüber Reportern über den Patriotismus, den er durch die Terroranschläge im Iran bewiesen hatte. Die Provokationen beinhalteten Propaganda, Demonstrationen, Bestechungen, illegale Beeinflussung und Operationen unter falscher Flagge. Sie bombardierten die Behausung eines bekannten religiösen Führers und machten Mossadegh dafür verantwortlich. Sie attackierten eine Moschee, feuerten mit Maschinengewehren in Menschenmengen und verteilten tausende Handzettel, auf denen stand: Es lebe Mossadegh, es lebe der Kommunismus, nieder mit Allah. Dr. Mohammad Mossadegh wurde für den Rest seines Lebens eingesperrt. Viele seiner Minister wurden Tage nach dem Umsturz hingerichtet für Verbrechen, die der MI6 und der CIA begangen hatten. Die CIA gründete anschließend die gefürchtete iranische Geheimpolizei, den SAVAK. Eine von Folter und Mord geprägte Schreckensherrschaft, die 25 Jahre andauern sollte, hatte begonnen. Die Operation galt bei den westlichen Geheimdiensten als riesiger Erfolg. Die CIA benutzte dieselbe Methode in vielen anderen Ländern, um gewählte Volksvertreter wie Diktatoren zu stürzen.